Aha. Das sieht nicht wie deinem Chat. Aha. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Sieg. Zwei Idioten in einer Glaskuppel. Mit Boroboy. Hallo. Im Working Title. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen zu Zieg. Ich bin jetzt leider noch hier unten in der Höhle, weil in der letzten Folge war ich hier unten am Farmen wie Hund. Hallo. Hallo. Wieder am Farm. Aber ich habe Deep Iron Ore gefunden. Vielleicht hilft uns das weiter. Das ist anders als Iron Ore. Jetzt muss ich hier nur wieder raus. Okay, ich lese mir einmal das Ding hier durch. Das war alles voll mit Gravel, Leute. Alles. Das habe ich alles leer gebuddelt. Und jetzt muss ich hier rauskommen. Irgendwie. Scheiße. Hilfe. Casting Table. Put in order your play. So. Einmal hier raushüpfen. Das ist hier Lorit. Geht's da raus? Da geht's raus. Hüpf, hüpf. Meine Schaufel ist kaputt. Okay, also in der Quest steht, dass wir Gold brauchen. Das ist ja schon mal... Ja, das wissen wir ja. Hilft ja schon mal. Das Problem ist, wie bekommen wir Bronze? Tin und Copper. Immer noch. Au. Au. Hep, 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 hep. Oh. So. Boah, läuft das Spiel gerade scheiße. Es ruckelt gerade wie Sau. Obwohl, es wirkt irgendwie nur so. 70 FPS habe ich trotzdem. You will need a smeltery to melt the copper and tin together to make it. Problem is, both are incredibly rare on this world. Richtig. Aber wie sollen wir den Scheiß denn? Danke, Nefi. Ich hab davon gerade so viele im Inventar. Hier, oh. Warte mal. Was war denn mal? Selbst wenn wir das Zeug haben, ne? Ja. Wie sollen wir denn? Willst du den Streit jetzt wieder anfangen? Wart's ab! Wie wart's ab? Hast du eine Idee? Ja. Echt? Ja. Dann sag doch mal. Hab ich denn, weißt du, als wir das letztes Mal schon angeflaumt haben, die Folge, die übrigens heute online kam. War das ein Streit, habe ich sie genannt? Da hatten wir das doch schon. Jetzt warte mal ab, vielleicht klappt das ja. Wenn es klappt, wenn es nicht klappt, darfst du mich umbringen, wenn nicht. Vielleicht klappt das ja. Ich weiß wirklich nicht, wie das gehen soll. Scheiße, jetzt wird der Damaskus-Stil draus. Ja, warte mal. Aus was? Was ist denn dieses Damaskus-Stil? Ja, ich guck gerade. Ist das eine Mischung aus Eisen und Dings oder was? Vielleicht ist es awesome. Aha! Moment. Goro sieht jetzt nicht, was ich gerade im Chat sehe. So, warte mal. Aha. Was sieht nicht wie deinem Chat? Aha. Pass auf, Goro, guck mal hier. Guck mal. Ey, Goro. Da. Jetzt lass uns Diamanten abbauen gehen. Damaskus-Steel Pickaxe. Das ist Diamant-Level. Wir können Diamanten abbauen. Wir haben jetzt Gold übersprungen, können also auch Gold abbauen direkt.
Was? Wie hast du das denn jetzt hingekriegt? Ja, ich habe einfach die Pickaxe gebaut. Du kannst die normalen Minecraft-Materialien nicht für Pickaxe benutzen, aber die anderen schon. Damaskus-Stil ist Tinkers Konstruktzeug. Oder jetzt Metallurgie oder so. Und damit kannst du halt Pickaxe. Du kannst ja auch eine Copper-Pickaxe bauen. Das ging ja auch. So, tada, wir haben Diamanten. Tada. Und jetzt haben wir auch Gold. Guck mal, alle Probleme gelöst. Und dafür hast du mich letztes Mal angeschrien. So. Goldinformationen haben sich im Dings geändert. Ja, jetzt hole ich hier auch noch Redstone. Hatten wir da. Hattest du noch mehr da hinten gefunden? Ja, da hinten ist noch mehr. Da ist auch noch Eisen. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall eine gute Spitzhacke. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Jetzt ist Goro ganz leise, weil er es nicht fassen kann. Ich kann es echt nicht fassen. Ich glaube nicht, dass das richtig war. Ja, aber du konntest ja auch eine Copper-Pickaxe bauen. Und das war ja auch eine Quest. Die solltest du genau so bauen. Es war jetzt halt nur doof, dass da Damaskus rauskam und nicht Bronze. Das hat sich halt doof gemischt jetzt. Aber ist auch okay. Die Quest kriegen wir trotzdem abgeschlossen. Das ist jetzt nicht das Problem. Nee, die Quest kriegen wir abgeschlossen, ja. Weil jetzt haben wir ja das Gold. Ja. Und sogar Diamant, also von daher. Und sogar Diamanten. Ist noch mehr Eisen. Hier noch irgendwo was. War das ein Streit? War das ein Streit? Hier. Wie viel Gold haben wir denn jetzt? Warte. Ich hab jetzt... Huch. Wieso kann ich das Gold nicht aufheben? Hast du das Gold vorhin aufgehoben? Ich habe eben das Gold aufgehoben. Okay. Ich habe 5. Ich habe jetzt nochmal 2. Und noch ein drittes. 7, 8. Sollte fast reichen, halt. Für die Förmchen. Für ein Spitzhackenförmchen. Mhm. Das wäre, glaube ich, am wichtigsten erstmal. Ja, man muss alle machen für die Quest. Ja, aber ein Spitzhackenförmchen wäre halt gut. Dann können wir halt aus Eisen immer eine Spitzhacke formen, weißt du? Ach ja, warte mal. Kann ich nicht nach hoch gehen? Weil in dem Materialbuch ist jetzt auch noch offengelegt, wo Gold dann zu finden ist. Aha. Vielleicht gibt es ja eine Stelle, wo richtig viel Gold ist. Wahrscheinlich. Also, warte mal. Ah, warte mal. Scheiße, hier in den Tunneln war auch noch. Hast du in die Löcher reingeguckt, die ich gemacht hatte? Ja. Hast du das Platinum geholt? Ja. Das ging auch? Mhm. Hier hat Goro was übersehen. Redstone. Redstone brauchen wir, können wir auf jeden Fall keine Spitzhacke bauen. Ja, aber vielleicht brauchen wir das später mal. Ja, also ich habe jetzt 2 Stacks. Okay, ich fange jetzt sogar einen dritten an. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kisten, so viel kann ich sagen. Noch mehr? Oh, Lapis. Lapis Lazuli. Das mit den Sonnenblumen, der Tipp hat im Übrigen funktioniert. Der Tipp? Ja, Bohrmehl auf die Sonnenblumen geben. Dann wachsen neue, oder was? Ja. Der kam aber aus dem Chat, sag ich schon, aus den Kommentaren, oder was? Ja. Stand ja doch was Gutes drin. Ja, ab und zu gibt's auch mal was Gutes. Ab und zu. Ja, steht sogar sehr oft was Gutes drin. Ja, ihr seid gar nicht so schlimm, wie wir das manchmal so darstellen. Wir ärgern euch nur. Wir spornen euch, wir heizen euch nur ein, damit ihr noch mehr schreibt. Jetzt noch richtig ein. Ja, Yellowreed. Damit ihr noch mehr schreibt. Was ist denn Harvest Level Alien? Das wäre mal interessant. Das ist so. Es gibt auch, also anstelle vom Dings, was wir jetzt gemacht haben, kann man auch. Also anstelle von Copper kannst du halt auch so einen Alien-Kram nehmen. Okay. Orcless Pickaxe. Instead of Bronze, you could use that Orcless Metal we have found. It's not a Eliether, which makes it more convenient if you don't have a smeltery. Das heißt, dieses Alien-Metal
Ich weiß halt nur nicht, wie man ein Orklass Pickaxe macht. Ich habe Charged Certus Quartz gefunden. Sehr gut. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Wahrscheinlich fürs ME-System. Es hat auch ein Achievement gegeben. Ja, später gibt es ein ME-System, ja. Dann kann das sein, dass es da. So, zack, zack, zack. So, jetzt gehen wir weiter hoch. Au. Okay, ich suche gleich nach Pickaxe. Oh, eine Blume hier unten für die Mine wäre mal ganz geil, ey. Aua. So. Fortschritt. Wupp, wupp. Dann brauchen wir halt dieses Orkless. Oh, aber das haben wir auch nicht gefunden. Ork, was für Ork? Orkless. Oh. Okay. Wir haben auf jeden Fall viele Hühner aktuell. Die ganzen geilen Hühner haben alle. Die ganzen geilen Hühner. Ich nehme noch ein bisschen Kohle mit. Die hält auch voll lange, ne? Die Damaskus Steel Pickaxe. Also die hat ein bisschen. Ich bin die ganze Zeit am Abbauen. Die verliert kaum was eigentlich. Die ist ganz cool, ne? Die ist crazy. Aber hier den krassen Shit direkt gemacht, ohne es zu wissen. Wusste es natürlich die ganze Zeit. Nee, wusste ich nicht. Ich habe einfach gehofft, dass daraus eine Spitzhacke entstehen kann. Und du hast Glück gehabt. Ja, wie immer. So. Freunde der Nacht. Es ist gerade sogar Nacht. So. Gerade ist sogar Nacht. Schmeiß mal ein paar Sachen in die Schmelze. Ah, die ist nicht so groß. Das ist das Problem. Angmallen, was ist das denn jetzt? Was hast du da reingeworfen? Unser Gold. Oh nein. Warte mal, bevor du es reinschmeißt. Angmallen. Das ist Iron und Gold. 1:1. Wow, wie sollten wir das denn verhindern? Ja. Scheiße. Ja, ich hab noch Gold. Angmallen. Also müssen wir das Eisenfeuer rauszapfen, bevor wir Gold reinschmeißen. Nee, warte mal, die dürfen sich nur nicht berühren, ist das nicht so? Warte, hast du noch Angmallen drin? Ja, 2. Ah, geht nicht. Okay, du kannst keine Förmchen rausmachen. Nee, die dürfen sich auch, die dürfen überhaupt nicht drin sein, die mischen sich dann automatisch. Hier ist Cinnabar-Ohr. Hätten wir auch eine Pickaxe draus machen können aus Angmallen. Ja, aber wie stark ist die Frage. So. Hier haben wir noch Prometheum-Ohr, die können wir auch noch schmelzen. Die Angmallen. Da müssen wir ja jetzt jeden Scheiß einzeln schmelzen. Die hat Hard Metal. Ja, das also ist genau schlecht. Nee, ist schlechter als Damaskus. Stimmt, die hat Mining Level. Ja. Ja, das ist ja doof. Können wir uns höchstens Rüstung draus bauen, weißt du? 5 Eisen. Können wir nicht noch irgendwie, dass wir auf 9 kommen, sodass wir das nicht verschwenden? Ich hab noch, ja, ich hab Deep Iron, das ist, glaube ich. Ich hab noch, warte. Wie viel ist drin? 5 Ingots, warte mal. 7, 9. Ich hab 9 reingelegt. 9. Ja. Ich hab noch Ores in der Tasche gehabt. Hast du noch reingepackt? Ja. Kommen ja immer 2 Ores raus, ne? Jetzt hat er sie wieder rausgenommen, warte mal. Zack, zack. Nee, ich hab nichts rausgenommen. Nee, der Bug. Hä, der schmeißt die mal raus. Hä, jetzt doch nicht. Okay. Hä, jetzt ist. Hä? Moment. Was ist los, Nefi? Drehst du ab, oder was? Wie schon. Ich kann das Eisen nicht reinlegen. Kannst du? Komm mal her. Bin gerade nicht da. Wenn ich es reinlege, verschwindet es immer sofort. Komm gleich. Wo waren wir? Wir waren Delta, ne? Okay, okay. Nee, Gamma. Wir brauchen Lava. Wo hatten wir Lava hergeholt? Vom Vulkan, ne? Hab gerade welche geholt. Ach so. Deswegen war ich nicht da. Da müssen wir alles rauskippen, weil hier so viele Metallkombinationen sind, die alles mischen können. Voll ätzend. Molten Iron. Warum geht das denn nicht? Achso, das geht langsam, oder was? Ja.
Außerdem, als ich die Schmiede gebaut habe, hieß es, Guru, du musst die Seiten da nicht aufbauen. Was? Weil ich die Seiten der Schmiede gebracht habe. Ja, sind alle so klug. Dann wird er wieder salzig, ey. Sind alle so klug. Geht auch im lieben Ton, ja. Ich würde mir wünschen, wir so klug wie ihr. Jetzt ist aber gemein. Okay. Nee, die Schmelze war voll, deswegen hat er nicht mehr geschmolzen. Alter, wird er salzig. Obala. Obala? Mhm. Obala. Aber vorne kein Fenster rein. Oh. Aktuell nicht. So langweilig. Arbeite dran. Ach so, weil du die Ecken da rein. Ach so. Ja, Wayne. Jetzt ist die Schmelze größer. Du kannst die Holzdinger dafür da reinmachen. Ah, die Schmelze ist jetzt größer halt. So, ich hab einen Eisenblock. Sehr gut. Dann können wir jetzt das Gold reinklatschen. Bist du sicher? Ja, bin ich mir nicht. Bist du dir sicher? Nee. Gold. Warte mal. So, warte mal. Gold braucht man. Gold und Silber vermischt sich. Gold und Iron vermischt sich. Okay, wir haben kein Silber drin, ne? Nee. Okay, dann können Gold wir jetzt Gold reinwerfen. Gold und Iron, ja. Das ist das Einzige, was ich vermische. So. Warte mal, ich hole mal eine Pickaxe-Cop, dann haben wir noch einen Stein. Eine Pickaxe-Cop, da. Ja, kann man Prometheum-Ohr nicht schmelzen? Doch. Hast du noch ein... Nee, hast du nicht. Was habe ich nicht? Ein Ingot dabei? Was für ein Ingot? Egal, welchen. Hier, Damaskus. Achso, das ist gut. Dann bleib mal da. Ja. Dann können wir da auch gleich eine Form... Eine Form für Schmelzen. Jo, danke. Passt. Hält. So. Hat's geklappt? Nee. Jetzt hast du auch noch das Prometheum-Ohr rein. Ja. Das mischt sich mit nichts angeblich. Das sagst du jetzt. Craftmelds Essen, eine goldene Karotte. Und? Sollen wir das nach ganz unten setzen, das Molten Gold? Gefährlich! Jo, ein Förmchen haben wir. Sind noch 4 Gold drin. Aber wieso hast du jetzt ein Barrenförmchen gemacht? Nee, ich habe kein Barrenförmchen gemacht. Nur eine Pickaxe-Teile. Ah. Warte, soll ich mal bei der Quest gucken oder was wollen wir machen? Ja, warte, ich guck. Toolbinding, Toolrod und Shovelhead. Ja, das müssen wir machen. Aber ich habe die alle mal fertig gemacht gehabt hier. Alien Metal Tech. Können das Bauen mir wieder claimen. So. Warte mal. Hier ist nichts fertig. Hier ist nur. Ah, hier. Geologist ist nochmal. Hier. Sample Platinum. Klack. Okay. Scout haben wir nix. Kolonist auch nicht. Alles klar. Ja, wir haben noch 4 Gold drin. Ja, du musst, Moment, ich du muss aber eine Toolbinding machen. Ja. Kaputte Schwerter. Schau mal, die Toolbinding mal für was anderes benutzt. Kaputte Schwerter gehen immer noch nicht zum Einschmelzen. Okay. Das ist natürlich doof, dass wir unser Goldvorrat da verbockt ja, haben. Das war dumm. Ja, weißt du, wer kennt denn Angmalin auch, weißt du? Kennt kein Schwein. Taumium haben wir auch noch einen. Platinum-Ohr, was kann man denn damit machen? Mischt sich das? Platinum. Warum lachst du? Scheiße gebaut. Was hast du gemacht?
Also erstmal habe ich eine Blank Cast gemacht, aber das ist ja egal, die schmelzen mir wieder ein. Die kannst du wieder einschmelzen, ja. Aber ich habe ich noch das hier gemacht. Okay. Gut, Goro. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist kein Stick. Das ist keine Toolrod mehr, ne? Brauchst du jetzt noch einen Steinstick, ja? Ja. Okay. Wir haben uns fehlt ein Gold. Ich habe nur ein Pickaxe-Head, eine Shovel-Head und jetzt gleich kann ich eine Binding machen. Mach dir einen Bolzen. Mach ich erstmal einen Bolzen. Sah halt aus ich glaube, ich weiß, was du genommen hast. Du hast halt das Bolzen-Pattern genommen. Na, egal. So. Da ist aber auch kein Gold mehr drin jetzt. Wir brauchen ein Gold. Nein! Ein Stick für dich. Mal da reinlegen, aber es bringt ja nichts. Gold oder Bronze und Tin halt, ne? Ah, ne, Bronze. Ne, Copper und Tin. Aus Bronze konntest du. Ne, Brass hieß das ja, ne? Molten, wir brauchen Aluminium, Gold, Brass. Um die Form zu machen. Ja, aber aus Aluminium Brass kannst du die Form auch machen. Aber dafür brauchst du Aluminium und Copper. Das ist schwerer als Gold zu finden, glaube ich. Weiß das nicht, kenne mich da jetzt. Sollte man die Folge beenden, ich habe hart überzogen. Hart überzogen? Ja. Was heißt denn hart überzogen? Sind schon bei 20 Minuten. What? Als ich zuletzt geguckt habe, waren es erst 10 und jetzt auf einmal sind es 20. Krasse Geschichte, Leute. Schaut morgen beim Goro bei vorbei. Schaut morgen zweimal beim Goro bei vorbei. Außer er macht auch so eine lange Folge, wissen wir noch nicht. Bis dahin. Ciao.